Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der EM News. Und bevor es losgeht, erheben wir uns jetzt alle erstmal, legen die Hand auf die Brust und lauschen Heino, denn der hat die Nationalhymne für uns. Ja, Einigkeit und Recht und Freiheit führen das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Der Text, der stimmt, an der Melodie arbeiten wir aber noch ein bisschen. Textsicher waren auch die Österreich-Fans vor ihrem Achtelfinalspiel gegen die Türkei und machten damit eine alte Dame in Leipzig besonders glücklich. Auf ihrem Weg zum Leipziger Stadion besingen unsere Nachbarn nämlich die Dame und sorgen alleine damit für eine mega Stimmung. Ach ja, die Österreicher, die werden wir jetzt schon ein bisschen vermissen bei der EM. Im Viertelfinale stattdessen die Türkei. Beim Achtelfinalkracher gegen Österreich traf ein U-Bahn-Fahrer in Istanbul eine Entscheidung fürs ganze Volk. Stell dir vor, du musst während des Spiels, das die ganze Nation sieht, arbeiten. Bitter genug, aber die Bahn muss nun mal fahren. Dann aber bietet sich plötzlich die Chance, die hochdramatischen letzten Sekunden gegen Österreich zu sehen, weil deine Route zufällig an einem Public Viewing vorbeiführt. Da wird einfach mal jeder Fahrplan vergessen und natürlich angehalten. Der Sonderhalt lohnt sich, die Türkei gewinnt und so kann es glücklich beseelt weitergehen in Richtung Viertelfinale. Für uns geht der Blick natürlich auch in Richtung Viertelfinale. Vor dem Megakracher gegen Spanien trifft ein ehemaliger Leverkusener jetzt auf seine frühere Deutschlehrerin. Diese ist nämlich niemand Geringeres als Magenta-TV-Reporterin Camila Benschop und die hat Dani Carvajal während seiner Leverkusen-Zeit 2012-2013 Deutsch beigebracht. Im Rahmen des Interviews für Magenta TV zeigt Carvajal dann, was von seinen Deutschkenntnissen noch übrig geblieben ist. Spanien gegen Deutschland, wir sehen uns. Ja, besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Ich persönlich bin hingegen begeistert vom fließenden Spanisch von Frau Benschop. Ich spiele für Real Madrid, ich will spielen für Spanien. Und ich sagte, ich will ein Tag sein Reporterin in der Television und eine Interview machen. Unsere DFB-Männer David Raum und Robert Andrich, die versuchen sich hingegen im Stadtland Fluss und stoßen dabei auf eine hitzige Debatte. Finde ich geil, andere nicht so. Mehlwürmer. Ich liebe Mehlwürmer. Sei mal ganz ehrlich. Proteinquelle. Sei mal ganz ehrlich, schau mich an und sag, du liebst Mehlwürmer. Ich liebe Mehlwürmer. Willst du dir dafür 20 Punkte geben, weil ich nichts habe? Hast du nichts? Dass du Mehlwürmer liebst. Ach, deswegen diskutierst du, weil du da nichts hast und ich 20 kriegen könnte. Du liebst Mehlwürmer. Nein, ich finde sie geil. Das ist eine Lüge. Steht doch da. Das ist eine riesen Lüge. Ich finde sie geil. Du findest sie liebe nicht sie geil. Nicht. Wenn du dir dafür 20 Punkte gibst, ist dein Muskel. Komm, null. Ich persönlich habe ja schon mal Mehlwürmer gegessen und so geil wie Andrich die findet, kann ich sagen, sind sie leider gar nicht. Damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Donnerstag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.